Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Base. Ich werde jetzt mal versuchen, dass wir jetzt immer noch hier diese Baustellen fertig kriegen. Das will einfach nicht. Und wir haben gerade wieder neue bekommen. Wir sind jetzt mit zwei vor 200, also noch 200 Kolonisten. Was haben wir hier eigentlich bis jetzt? Oh, ja, Biologen müssten eigentlich jetzt genug haben. Wäre eigentlich gut, oder? Eigentlich müsste das gut sein. Also wir haben genug Möglichkeiten, damit die sich wieder wohler fühlen und alles, ne? Aber es ist natürlich wieder so, nee, lassen wir es lieber und so. Und ach, hier wird gut gearbeitet. Wie sieht es hier hinten aus? Hier wird gut Sport gemacht. Hier gibt es was Kleines zu essen. Ach du Schande, dieses Retortenfleisch kommt hier in Mengen. Wird aber auch da produziert, also von daher essen und so. Es scheint alles gut zu sein. Wir haben jetzt 200 erreicht, das heißt 100 fehlen. Oh. Okay, jetzt muss erstmal repariert werden. Dann noch 100, das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen an Wasser und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter sorgen. Die kriegen wir hin. Das kriegen wir jetzt hin. Ich habe ja jetzt vorgehabt, mindestens 20 Minuten die Dinger hier. Oh, der repariert und landen schon wieder weg. Nein. Wachen. Gleich entdeckt. Gleich in die Kamera rein. Hier, zack, zack. Gleich entdeckt. Sehr schön. Jetzt gehen die dahin. Okay. Da kommen sie angelaufen. Hier, zack, 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 zack. Hier kommen sie. Da kommen sie. Hier, zack. Ich brauche mehr. Wo sind die anderen? Da kommen sie. Da kommen sie, da laufen sie. Sehr gut. Ich will nämlich so wenig wie möglich natürlich auch Verluste haben, ist klar, aber Eindringlinge wurden getötet. 5. Und ich habe niemanden verloren. Das ist doch schon mal sehr gut. Alles klar. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Das freut mich wahnsinnig, dass das so klappt. Gucken wir jetzt trotzdem mal weiter, dass wir jetzt ein bisschen was noch hier erweitert kriegen. Wir brauchen ja unbedingt genug Platz und so weiter für so viele Leute. Brauchen wir einfach noch einmal noch so einen Dom. Essenskantine ist auch weiter, also so eine kleine nur. Vielleicht kriegen wir das ja da lang gebaut, dass wir hier irgendwas durchkriegen. Gucken wir einfach mal. Was werden wir machen? Wir werden mal. Nein, nicht den. Ich würde das Lager. Wunderbar. Das ist machbar. Das kriegen wir dann miteinander verbunden. Das ist doch herrlich. Ach, verdammt, da fällt mir ein, ich muss ja Sauerstoff und sowas auch alles bauen. Ah. So vergesse ich sowas immer. Irgendwo dazwischen? Nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, dann müssen wir es hier bauen. Geht ja halt nicht anders. Wir haben zwar wahnsinnig viele Dinger stehen und so, aber. Warte mal, habe ich jetzt das kleine? Mittlere. Gibt es das nicht auch in größer? Nee. Und was sind da für welche Leute? Ein Arbeiter. Ja, aber wenigstens schon mal ein. Noch 99. Noch 99, das ist gut. So, dann. Ah, jetzt habe ich ja wieder Baumaßnahmen gestartet, obwohl ich da hinten diese Baustelle noch habe, richtig? Ja. Aber es kann gebaut werden, das nächste hier. Dann haben wir nur noch das. Okay, gut. Ja. Dann warten wir eben. Machen wir hier wieder schneller. Dann geht das schneller vonstatten alles. Und beobachten, wie das hier. Also, wir werden jetzt nicht mehr bauen. Also, das, was wir jetzt. Ich sag das irgendwie andauernd, kann das sein. Das ist furchtbar. Das Lustige ist, eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Aufnehmen. Eigentlich müsste ich 15 Hemden bügeln. Uah. Weil mein Freund für die Arbeit immer Hemden braucht, muss ich ja. Und er 10 Stunden mindestens am Tag weg ist mit Arbeiten und hin und her gurken und so. Da habe ich
sozusagen die häuslichen Pflichten, größtenteils. Und dazu gehört auch natürlich Wäsche waschen und die Hemden bügeln. Oh, ich habe ja noch eine Waschmaschine laufen. Ah. Die müsste aber eigentlich auch schon fertig sein mit Schlafsachen, ne? Ja, toll. Ach, da macht das Spielen erst recht Spaß. Muss nie mal alles machen. Aber ich glaube, ich sollte hier irgendwo meine Schleuse bauen. Oh, das türmt sich immer weiter. Das ist Retortenfleisch und so. Oh, Struktur gebaut. Fertig. Wunderbar. Eigentlich ist ja hier, aber ich könnte ja hier noch eine bauen, weil da in die Richtung geht ja eigentlich nichts anderes. Dann bauen wir einfach mal hier eine Schleuse hin. Kann man die noch mit irgendwas anderem verbinden? Nein, okay. Okay, mehr baue ich nicht. Jetzt lasse ich die Finger davon. Behalten wir lieber die Landebahn im Auge. Ja, ich habe mir schon überlegt, was spiele ich nach Planet Base? Und vor allem, was spiele ich dann irgendwann, das wird aber noch ewig dauern, nach Final Fantasy? Also Möbius Final Fantasy, das ist ja das parallele Projekt, was zu diesem hier ja zurzeit kommt. Ich weiß es nicht so genau. Also ich bin ein bisschen am Überlegen, was könnte man spielen, was könnte man machen und so, aber mir fällt einfach nichts ein. Also ich habe die Lego-Spiele noch, die würde ich eigentlich gerne spielen, aber im Moment reizt mich das nicht, die aufzunehmen. Ich hatte mit jedem Lego-Spiel irgendwelche Probleme. Also, das war echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Und ich konnte dann... Ich habe auch überlegt, gar nicht mehr diese Lego-Spiele zu spielen. Auch wenn wir hier Batman 1, 2, 3 haben. Wir haben das Jurassic World, haben wir. Das sind ja die drei Filme, sind ja inbegriffen da drin. Dann habe ich noch das... Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7. Das hatte ich eigentlich schon mal aufgenommen, aber leider haben da ganz schön viele Anspruch drauf angelegt und gesagt, hier Urheberrecht, bla bla bla. Da musste ich dann das wieder runternehmen. Da war für einen Song 3 Urheberrechtsansprüche. Also da dachte ich mir auch so mal, ja, schönen Dank auch. Ich habe vergessen, die Musik einfach abzustellen. Das ist mein Problem gewesen. Das war aber auch klar, dass das passiert. Aber, naja. Gut, hier haben wir noch 2 Baustellen mit den Verbindungen. Wo hatten wir noch? Hier hatten wir noch Baustelle. Ja, kommt, das reicht erstmal. Ich kann ja nicht unendlich viele Baustellen bauen und dann kommt die Energie und alles nicht hinterher. Das funktioniert ja auch nicht. Ständig kommt jetzt auch hier Mangel an Sauerstoff. Das liegt wahrscheinlich an den Bäumen, die ich da gepflanzt habe. Dass nachts dann kommt hier Mangel, Mangel, Mangel. Aber gut. Wir haben, wie ich sehe, auch genug Stärke auf jeden Fall. Das müssen wir uns mal eben angucken. Ja, fast 250 Stärke, 70 im Schnitt an Bioplastik, 7 Metall. Das ist zu wenig. Super. Die Nachbarn fangen wieder an. Ganz toll. Also, so wie es nach Essen aussieht, hervorragend. Das wird auf jeden Fall... Gut, dass ich da noch nichts gebaut habe. Aha, das ist ja kurz davor eingeschlagen. Okay, gut, ja, dann... Also, an Essen mangelt es nicht mehr. Also, wir brauchen jetzt kein Essen mehr oder sowas bauen. Vielleicht nur noch Schlafsäle und sowas, damit die zufrieden sind. Aber ich denke, das, was wir gebaut haben, das wird reichen. Das wird auf jeden Fall reichen. Das ist ausreichend. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch eben halt aufpassen, wenn dann Leute kommen, dass die Eindringlinge frühzeitig entdeckt werden. Ja. Was hatte ich dann überlegt? Was wollte ich? Es vielleicht ein Fallout spielen? Kantine hat keine Energie. Ach so, ja. Sie hat noch nicht angeschlossen, die Witzbold. Ja. Ihr seid dazwischen noch nicht angeschlossen, also hör auf zu nerven. So.
Was ich dann noch überlegt habe, was anderes zu machen, ist vielleicht mehr so ein Klickerspiel oder... Oh. Direkt erkannt. Die Leute hauen ab. Sehr gut. Andra geht kämpfen. Ja, einer von unseren wird auf jeden Fall sterben. Die müssen jetzt nämlich erstmal da alle hinlaufen und da der eine zu früh alleine da war, ist leider Pech. Also kann ich nicht verhindern, das ist... Sind das wirklich alle gewesen? Jungs? Alles gewesen? Gut. Ja, gucken wir mal kurz. 50 habe ich noch. Es ist nicht so tragisch, dass jetzt einer gestorben ist. Also ich finde es schon schade, aber erstmal hier ein bisschen noch hochstufen, damit wirklich alle Pflanzen gut versorgt sind. Wir haben ja selber nur noch hier die paar Pflanzen und die werden ja noch nicht mal richtig versorgt. Hier wird es nicht richtig versorgt. Hier so lala, aber oh, das nervt langsam. Oh ja, Mann. Alter, geh mir nicht auf die Nerven. So, hier noch 1, 5, 6, warte, 6, 7, 8, 9 Stahl, super. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Yay! Und ich habe verpasst, dass gerade ein Raumschiff angekommen ist. Ach, nö. So. Ein Frosch im Hals. Zwei Arbeiter. Schön. Für die Minen ist das hervorragend. Dann kommt da wenigstens auch mal was hinterher. Kann auch wieder was besser verarbeitet werden und alles. Und das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich allerdings auch sehr notwendig. Also es ist wirklich wichtig. Oh. Irgendwas ist mit meinem Hals wieder los. Wahrscheinlich schon wieder heute zu viel aufgenommen, zu viel gequatscht. Es ist... Ich glaube, ich brauche mal einen Tag, wo ich überhaupt nichts sage. Nur guten Morgen, Schatz. Schönen Arbeitstag. Stress dich nicht. Bald ist wieder Wochenende. Und das. Halte da oben, verdammt nochmal die Fresse und dahinter auch. Wo auch immer das gerade herkommt. Ich habe keinen Bock mehr. Das bedeutet aber auch, das ist die letzte Folge. Weil die hämmern jetzt mit dem Hammer überall dran rum, um mich zu ärgern. Heute Morgen haben die mich damit geweckt. Direkt an der Wand, wo mein Bett, wo das Bett steht, haben die erstmal schön gegengekloppt mit dem Hammer. Ich dachte mir so gleich, gibt's erstmal hier eine, aber... Oh. Das war nervig, aber sowas von nervig. Also willst du eigentlich nochmal so noch mal ein bisschen Augen und dann... Pock, 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 ey, da ist es. So einen Hals habe ich gehabt. Und dann bin ich auch erstmal ins Badezimmer. Wasser ins Gesicht, damit ich dann doch mal wach werde, weil ich habe die Augen eigentlich nicht aufgekriegt. Richtig? Ich weiß nicht, die Hochzeit hat mich noch ganz so geschlaucht. Also jetzt ist noch Mai. Vergangenheit, yay! Ganz schön. Oh, piep, 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 piep. Das könnte gebaut werden. Das jetzt eigentlich auch. Mano. Wunderbar. Lass das das bauen. Dann darfst du hier noch einmal Stahl noch mal einmal hinbringen. Da kommt es auch schon. Und dann wäre es super. Und dann hört endlich dieser nervige Ton auf. Ich bin voll relaxed. Oh, wir brauchen nur noch 90. Noch 89. Eigentlich will ich jetzt auch nicht aufhören, aber ich hoffe eigentlich, dass ihr das nicht so sehr hört mit dem Hämmern und Kratzen da. Weil die müssen nämlich ordentlich da wieder alles neu machen. Lager hat keinen Sauerstoff. Oh.
Oh, wie furchtbar. Uhu. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, hier ist nicht genug Sauerstoff vorhanden. Ich habe das Gefühl, da ist nicht genug Sauerstoff. Ja, sieht ganz danach aus. Ja, dann muss ich wohl mal doch was noch bauen. Ausnahmsweise. Eindringlinge. Oh, verdammt. Wo sind sie? Da geht einer? Da läuft schon einer. Da laufen sie. Hallo, da bestimmt gleich ein Biologe oder so. Hallo. Ein Ingenieur auch noch. Alter. Zwei Kolonisten tot. Fünf Kolonisten? Sechs Kolonisten? Ich muss das Glas weiter zur Seite stehen. Acht, neun? Wo sind meine ganzen Wachen? Ganz ehrlich. 11 Kolonisten. Und... Alter Schwede. Okay, jetzt sind wir wieder bei 200. Schade, ich dachte eigentlich, diese Folge könnte ich richtig weit noch kommen, aber ja. Oh, ich muss mal den Alarm wieder ausmachen. Huppala. Ja. Die Baustellen sind also noch da. Ja, hier sieht's gut aus. Hier wird schon ein bisschen was hingeschleppt. Das ist sehr gut. Wartet mal. Das machen wir weg. Und das auch. So. Also die Größe ist schon ausreichend für 300. Aber, also was wir alles gebaut haben, auf jeden Fall. Aber es ist... Wobei, Schlaf... Gelegenheiten, oh, geht eigentlich noch. Geht noch. Müssen wir aber trotzdem noch welche schaffen. Müssen wir dran denken. Hier kann gebaut werden, die Luftschleuse. Hier ist alles wieder picobello. Hier ist alles okay. Eine Kantine, ein Lager. Die Kantine wird schon mal ein bisschen gebaut. Hier mit zwei Tischen. Mit was zu trinken. Mit Fernsehern. Die haben ja alle so Fernsehprobleme. Dass die alle Langeweile und blöd sind. Ach, ich meine, alles gut ist. Dann noch ein paar Pflanzen. Hier noch irgendwo eine hin. Ja, da. So. Vielleicht noch irgendwo eine hin. Da vielleicht noch. Dann ist gut. Ach nee, ich muss ja auch so ein Dingensessensding da bauen. So. Das alles können wir jetzt, das haben wir fertig. Jetzt können wir hier hin das bauen. Sehr gut. Drei Strukturen, blablabla Strukturen wurden hergestellt. Sehr schön. Was? Fertig gebaut. Yay! Jetzt noch hier zwei Stück hinbringen und dann ist fertig. Noch einer. Da ist der letzte. Wunderbar. Ja, was will ich jetzt mehr, ne? Super, 200 Leute haben wir. 7 Roboter. Also die gehen ja echt schnell kaputt, muss ich sagen. So gut halten die gar nicht, wie ich gedacht hatte. Oder wie ich gehofft hatte, ehrlich gesagt. Tja. Aber ich habe das Gefühl, dass Wachen viel seltener kommen und ungern. Ja, wunderbar. Also Bioplastik haben wir ja auch mehr als genug, da können wir ruhig machen. Der Sauerstoffgenerator wurde gebaut. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Sauerstoff. Da bin ich mir sicher. Bin ich mir absolut sicher, dass wir eigentlich jetzt genug Sauerstoff haben. Wo war das nochmal? Nein, wo war das? Da. Yep. Das reicht auf jeden Fall. Energie. Joa. Jo.
Wasserverbrauch ist ziemlich hoch. Müssen wir mal gucken, dass wir da nochmal was bauen. Hier ist nämlich fertig. Das heißt, wir können ruhig immer mal was bauen. Größeres Teil gibt es ja leider nicht. Dann bauen wir gleich mal zwei. Ich überlege gerade, ob wir jetzt genug Energie mal für alle 300 bauen. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal einen davon setzen. Ja, an Essen wird es auf jeden Fall reichen für die ganzen. Das auf jeden Fall. Aber es kommt einfach jetzt auch keiner mehr, ne? Nach einem Angriff dauert es immer, bis dann neue Kolonisten kommen. Das nervt ein kleines bisschen. Wieder ein Bot-Defekt. Toll. So. Was haben wir denn hier noch? Da kommt ziemlich viel Retortenfleisch zusammen. Kann gar nicht alles verarbeitet werden. Schon reingepackt und so, aber trotzdem. Da arbeitet schon ein Biologe, deswegen lassen wir das hier frei. Das bringt ja sonst auch nichts. Hier haben wir auch schon Essenssachen und so drin. Also wenn ein Kolonist oder so hier hinten wohnt oder lebt oder langläuft oder so, dann hat er auf jeden Fall seine Ruhe im Gegensatz zu hier. Hier hat man kein bisschen Privatsphäre oder so. Deswegen, ich würde nach da hinten laufen, um mal meine Ruhe zu haben, mal abzuschalten zu können und so. Aber ich will das unbedingt hier jetzt mal verbinden. Das sind zwei Lager, die ich da habe, aber ich würde das hier jetzt gerne mal gucken, wir mal, ob es funktioniert. Ja! Einfach mal geguckt, ob es funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Das ist sehr cool. Sehr cool. Haben wir nämlich das hier hinten mit dem hier vorne verbunden. Einmal um den Berg herum. Sehr schön. Oh, schon fertig das erste. Sehr schön. Das macht ihr sehr, sehr gut. So, gucken wir mal. Ah, jetzt sind die Nachbarn wieder still. Seltsam. Naja, egal. Also wir brauchen wieder Wachen. 5 Stück sind mir davon gehoppelt. Nee, ich glaube, ich hatte 51, oder? 50 oder 51? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Oh. Wie? Sauerstoffmangel. Aber immer da in der Ecke, ne? Also ist auch, glaube ich, von am weitesten von allem entfernt, was Sauerstoff geben könnte. Und das hier ist ja das Kleine. Ich kann das aber nicht abreißen, weil das mit allem verbunden ist. Hier, da, da und da. Ich könnte die Verbindungen kappen, aber das könnte ich nicht kappen hier. Das könnte ich nicht kappen, das geht nicht. Weil wenn ich das weg... Dazu müsste ich nämlich, glaube ich, erst das, dann kann ich das und dann kann ich das abreißen. Weil das alles miteinander verbunden ist und irgendwo mittendrin kann man nichts unterbrechen. Das geht nicht. Gott sei Dank. Ich glaube, ich hätte dann schon richtig viel Mist gebaut. Glaube ich? Ich glaube, ich bin mir so ziemlich sicher sogar. Okay. Wir haben jetzt wieder nur 5 Roboter. Kolonisten sind gestorben. Wo? Ach du Schande. Es trifft immer sehr schlimm, entweder einen Schlafsaal oder so ein Biotop, ne? Also so ein Biodom. Wenn da was schief läuft, du. Oh, oh, oh.
Ja, einmal haben wir ja 10, glaube ich, verloren auf einen Schlag, einen Meteoriteneinschlag, und zwar in einem Schlafsaal. Das fand ich übel. Das fand ich richtig übel. Aber wir kommen nicht über die 200, das seht ihr, ne? Also, das ist schon fies. Aber ich werde trotzdem nochmal eine Folge aufnehmen. Ich bin jetzt gespannt, kriege ich denn endlich die 300 fertig? Ah, Mann! Also, bis zum nächsten Mal bei Planet Base. Schaut vorbei. Lasst auch gerne mal ein Like da und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.